Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Marc Hagenbeck heute hier im Studio und wir reden heute über den 3. Oktober. Am 3. Oktober haben wir natürlich auch ein prominentes Geburtstagskind und das prominente Geburtstagskind ist Zlatan Ibrahimovic. Für mich ist Zlatan der größte Fußballer überhaupt, ja, Messi, und Ronaldo, aber das Zlatan, der stellt wenigstens was dar. Zlatan, für mich auch, also genau. Mein Idol. Genau, für den Antifußballer Marc Hagenbeck, absolutes Idol. Am 3. Oktober ist aber auch noch etwas, was passiert ist. Ja, wir bleiben eigentlich beim Thema Fußball. Am 3. Oktober 2006 startet in Berlin der Fußball-WM-Film, ein Sommermärchen. Ach so, hast du gesehen? Ja, von Sönke Wortmann. Hast du gesehen? Fast 4 Millionen Zuschauer. Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Gar nicht? Nee. Kannst du aber anfangen? Wollte ich auch immer schon mal gucken, weil ich ja mittlerweile ist rum. Natürlich 2006 auch drin war in diesem ganzen WM-Feeling sozusagen. Nochmal drin im Feeling. Oh. Und dachte, man kann mit so einem Film natürlich nochmal schön das Gefühl so ein bisschen abrufen. Ne? Nee, also mittlerweile kannst du es vergessen, weil 2006 ist ganz weit weg und wenn du nicht Fußballkenner bist, dann vergiss es. Dann brauchst du es auch nicht anzugucken, dann spaß dir. Ist egal. Am 3. Oktober ist aber auch ein Fakt des Tages. Also hier, jeder Mensch verbringt im Schnitt ein halbes Jahr auf dem Klo. Ja. Fakt des Tages. Ein halbes Jahr auf dem Klo. Ja, jetzt wo wir WLAN alle haben. Ja, genau. Damit kann man ein bisschen lesen und sowas. Ja, und früher hat man Zeitung gelesen, aber es war schon unhandlich. Ne? Irgendwie so die Comics und die Zeitung. Ja, ja, ja. Aber mittlerweile auf dem Handy, da verbringst du einfach länger auf dem Klo. Als du eigentlich müsstest, ne? Und dann merkst du irgendwie so nach zwei Tagen, ach, ich bin ja doch fertig. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Meine Frau sagt immer, das Handy hier. Ja, so. Mit Recht, genau. Ja. Aber heute am 3. Oktober natürlich. Ist auch was? Natürlich. Tag der Deutschen Tag Einheit. Tag der Deutschen Einheit, natürlich. Wir freuen uns sehr. Und ja, was gibt's dazu zu sagen, Tag der Deutschen Einheit? Wir sind wieder eins. Unser Land ist am Tag der Deutschen Einheit ist ein Staat komplett weggefallen. Ja. Verstehst du? Ja. Das haben wir heute gelernt am 3. Oktober. Morgen sehen wir uns wieder am 4. Oktober. Und ich bin dann so froh, dass der Marc Hagenbeck da nicht dabei ist. Ich auch, ey. Boah. Endlich darf ich mal wieder zu Hause bleiben. Ja. Cheerio, Sophie. Macht's gut.